Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid 3 Snake Eater. In der letzten Folge, oder in den letzten Folgen, haben wir den Shaggerhot und Volgin besiegt. Und jetzt ist unser einziges Ziel eigentlich nur noch rechtzeitig zum, zu unserem Fluchtfahrzeug zu kommen. Das wird aber gar nicht so einfach, weil wir hier von den Truppen immer noch aufgehalten werden mit ihren komischen Flugdingern. Ich finde, diese Sequenz hier erinnert ein bisschen an die Verfolgungssequenz aus Star Wars Episode 6, Rückkehr der Jedi-Ritter, mit den Speederbikes im Wald. Nur, dass die halt nicht von irgendwelchen fliegenden Dingern verfolgt wurden, sondern halt von Speederbikes. Wenn die so hießen. Speederbikes? Speedbikes? Ihr wisst, was ich meine. Star Wars-Fans unter euch, die wissen, wovon ich rede. Okay, jetzt fliegen sie weg. Naja, umso besser. Dann ist es nicht mehr unser Problem. Da hinten, da sieht man die Lichter. Vielleicht kommen sie uns ja nochmal entgegen. Wer weiß. Wir fahren erstmal. Beziehungsweise Eva. Und wir gucken zu. Die Musik ist auch geil und das passt alles so perfekt. Das ist echt ein geniales Finale, finde ich. So muss ein Finale von dem Spiel aussehen. Nonstop Action ohne Pause. So wie es auch bei vor war. Ja, welchen Baumstamm? Ich sehe keinen. Ach, da. Okay. Das hätte uns nämlich ein bisschen Energie gekostet jetzt. Okay, das haben wir gut geschafft. Und da vorne wird es wieder ein bisschen enger. Und wir fahren ins nächste Gebiet, wie es aussieht. Sehr schön. Okay, weiter geht's. Ich glaube, die Verfolgungszeit geht auch gar nicht so lange. Aber sie zieht sich schon ein bisschen. Sie ist noch ertragbar, sagen wir so. Und man soll es ja auch nicht übertreiben, ne? Manchmal kann sowas nämlich auch dezent nervig werden, aber hier geht's eigentlich. Oh, und da war ein Kerotan. Ja, den hätte man jetzt auch noch mitnehmen können. Ich habe ihn aber zu spät gesehen und außerdem habe ich hier sowieso mich nicht wirklich auf die Suche nach dem begeben während des LPs. Ach, scheiße. Komm schon. Okay, den haben wir. Der da hinten nervt mich. Man kann die Waffe leider nicht über Kim und Korn nehmen. Deswegen, dass mit dem Zielen nicht immer so einfach ist, aber okay, es hat geklappt. Sind ja noch mehr da. So, die soll ich auch erwischen. Wenn hier irgendwelche Steine dazwischen liegen würden. So, kaputt. Okay. Oh, da. Das sind Menge. Muss irgendwo ein Nest sein. Ja, das ist doch immer das Beste. Wenn man den vorderen Fahrer erschießt und damit dann die hinteren mit umnietet. Ja, aber es ist rechts. Rechts ist nix. Ich habe schon alles erledigt, Eva. Ach, da. Die sind so dunkel gekleidet, Mann. Den merkt ich fast gar nicht. Okay, ich glaube, da habe ich einen erwischt. Den habe ich auch erwischt. Und der vorne fehlt noch. Aber vielleicht kriege ich ihn noch. So, ja, das war's. Sehr gut. Ah. So. Kacken. Okay, gut, die hätten wir. Ist das schon wieder das nächste Gebiet? Das sieht meistens so aus. Oh, ein Sprung. Und ja. Bam. Ja, die hat's drauf, die Eva. Nein, ganz und gar nicht schlecht. Looks like they finally gave up. Don't start celebrating yet. We're leaking fuel. Damn it. Tank shot up. Crap. I'm over here. Uh,
Snake. How's it look? Pretty bad. Not a sensitive bone in your body. Eva. What about you, Snake? I'm fine. That's good to hear. We have to get away from here, Eva. Let's go. Leave me. Eva! The boss is waiting for you. You have to go. Give me a gun. No, we're getting out of here. We're still far away from the lake. I'll never make it. I can't believe this. Uh-huh. I never thought I'd see you act this weak. What do you mean? Listen to me, Eva. We're doing this together. No, you... Eva, I need you. Say that one more time. I need you. I can't fly the wig by myself. All right, then. I guess I'd better help you out. You're lucky to have me. No. Snake, can you hear me? Paramedic, thank God. Eva's been seriously hurt. So have you. Luckily, I think her organs are all intact, but... Calm down, Snake. Calm down? You'll both be fine as long as you get the proper emergency treatment. But you're the only one who can do this. Understand? So you've got to calm down. Right. Okay. Okay. Now let's open up the survival viewer and treat the injury. Do you have supplies with you? I'm running kind of short. Then by switching the survival viewer over to Eva, you can treat her wounds too. Now get to work. Oh, and Snake, I'm pretty sure you know this already, but if you don't have enough supplies for the both of you, your wounds come first. Huh? Do you get my meaning, Snake? You've still got a mission to complete. Yeah, I know what I have to do. Snake? Like this. Genau, jetzt dürfen wir nämlich uns und Eva versorgen, nach dieser ziemlich harten Bruchlandung. Und ja, wie man schon gehört hat von der Paramedic, wenn wir nicht genügend haben, geht unsere Wunden vor, weil wir halt die Mission zu Ende führen müssen. Denen geht es auch nur um die Mission. Aber egal, ich glaube, wir haben trotzdem genug, ne? Ja, wir haben alles voll. Okay, gucken wir erstmal bei uns. Wir haben ja eh genug, von daher schlimme Schnittwunde. Handmaterial, Verband, Stückdick, Desinfektion, was haben wir da? Knochenbruch. Da war Schiene und Verband. Genau. Okay, uns geht's wieder gut. Jetzt ist Eva dran, der geht's ein bisschen schlechter. Der hat eine schlimme Schnittwunde. Ups. Zack, und wo haben wir das Nahtmaterial? Da. Was ist das? Bauch von Ast durchbohrt, tiefe Schnittverletzung, Blutung, kein Verband angelegt. Okay. Das, auch Desinfektion, ne? Nahtmaterial. Alles klar, wir haben's. Yeah, I think so. Here. It's different from the Mauser. When you're using a two-hand grip, you have to be careful where you put your hands or your fingers will get burned by the exhaust gas from the cylinder gap.
Ja, und jetzt kommt eine Stelle, die ich damals unglaublich nervig fand, aber dazu später. Wir werden erstmal wieder angerufen, wie so oft. Snake, are you all right? I've been better. What about Eva? I healed her up. She can manage. Good. Snake, you'll take the lead and break through the enemy's line of defense. Eva will ordinarily be following behind you. If you lie on your belly, she'll lie down as well. If you slip and fall off a cliff, she'll follow right behind. You can call out to Eva by pressing the action button. Head to the lake along with Eva. Genau, und das ist jetzt unsere Aufgabe. Eva ist allerdings noch ziemlich schwer verletzt, beziehungsweise ist etwas K.O., müde, wie auch immer. Und bei ihr sinkt die Ausdauer rapide. Das heißt für uns, wir müssen, wenn wir in ihrer Nähe sind, immer ihr was zu essen geben. Wenn sie nicht mehr laufen, weil irgendwann hat sie nämlich keine Lust mehr zu laufen oder kann halt nicht mehr. Und ja, das ist etwas nervig. Das fand ich früher auch recht nervig. Aber okay. Gut, nee, warte, die behalte ich mal. Die tue ich noch dazu. Und die sind nämlich gut, um was zu essen zu fangen. Ich fange so viel wie möglich auf dem Weg. Weil Eva wird leider nämlich ziemlich oft müde. So. Komm schon, Eva. Wir müssen ja auch immer sagen, dass sie uns folgen soll, sonst macht es nämlich nicht. Bisschen schneller. Und natürlich kommen hier auch Gegner. Ist ja klar. Die uns dazu dann noch angreifen. Was auch nicht so von Vorteil ist. Aber ich denke mal, das sollten wir auch hinbekommen. So, mitkommen, Eva. Nur nicht stehen bleiben. Ich fange jetzt einfach alles, was ich hier sehe. Ich brauche so viel zu essen wie möglich. So. Aber warte mal, hier geht's gar nicht weiter, ne? Ah, hier. Okay. So, mitkommen. Wenn sie nicht mehr kann, sagt sie es uns auch. Aber momentan geht's noch. Wie gesagt, Gegner gibt es ja auch. Wir sind direkt im Alarmmodus. Und da gibt es meistens dann auch leider kein Vorbeikommen. Irgendwann entdecken sie uns so oder so. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Wo ich gerade sehe, dass ich auf die Karte gucke, sehe ich auch, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe. Und ja, deswegen würde ich sagen, mache ich hier erstmal einen Cut. Ich gehe hier noch ein Stück lang mit Eva. Und dann mache ich erstmal hier einen Cut. Und im nächsten Teil versuchen wir dann unbeschadet, hoffentlich unbeschadet, zum See zu kommen. Und hier ist irgendwo ein Feind. Aber okay. Toll. Ja, Eva ist sich am Betteln. Ich wollte gerade sagen, darum kümmern wir uns dann das nächste Mal. Und das werden wir jetzt auch tun. Deswegen mache ich jetzt hier endlich einen Cut und würde sagen, das war's für Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Und im nächsten Teil geht's weiter. Bis dann.